down on the hill looking down. Remember when, remember how. Willkommen bei Künstler wie keine. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neben mir sitzen die Jungs von Kota Connection. Hallo. Könnt ihr euch einmal vorstellen? Ich bin Lennart Meyer von Kota Connection. Spiele dort Bass, ab und zu auch Gitarre. Ich bin Moritz von Kota Connection. Ich spiele Schlagzeug und schreibe die Songs oder bisher die Songs. Jetzt schreiben die anderen auch. Sehr gut. Und wir sind nur zwei von vier, sonst haben wir noch zwei Menschen dabei, genau. Ja. Es fehlt unser Gitarrist, deswegen mussten wir das jetzt irgendwie übernehmen. Und unser Keyboarder, der neu dabei ist, sein großer Bruder. Und das sind wir vier jetzt, seit kurzer Zeit. Und euch gibt es seit 2014? Richtig. Genau, richtig. Wie kam das? Joschka und ich, also der Gitarrist, haben schon davor zusammen irgendwie Lieder zusammen geschrieben und das so akustisch gespielt. Und dann haben wir irgendwann gedacht, wir brauchen mal ein paar andere Leute, so, die dann die anderen Instrumente übernehmen können oder hatten noch Ideen für andere Instrumente und wollten auch mal mehr auftreten. Und dann kam Lennart ins Spiel, der ein bisschen jünger war oder ist. Und dann irgendwann dachten wir, komm, jetzt ist er auch nicht mehr so klein, jetzt können wir ihn auch mal fragen. Und dann haben wir noch einen anderen Freund gefragt, der Keyboard gespielt hat. Das ist jetzt aber nicht mehr der mitspielt, sondern ein anderer. Fleming hieß der. Hallo Fleming, wenn du das siehst. Der ist jetzt in San Francisco, macht da ein FSJ. Und ja, dann haben wir vier gedacht, machen wir zusammen Musik. Und nicht viel nachgedacht darüber, glaube ich. Tja. Und dann habt ihr euch einfach zusammengesetzt, habt angefangen Songs zu schreiben und habt genau. Seid recht schnell irgendwie auf einen Nenner gekommen. Ja, richtig. Wir hatten so ein kleines festes Repertoire an Songs schon, die Joschka und ich halt vorher gemacht haben. Das war ein ganz guter Arbeitseinstieg, dass man sich eingrooven kann mit ein paar Songs, die es schon gibt. Und dann sind aber auch ganz viele neue entstanden seitdem. Und das ist jetzt so unser Fundus, der sich immer weiter erweitert. Macht auf jeden Fall Spaß. Und es ist Indie-Rock? Pop. Ja, es ist also,
jemand hat auch schon mal zu uns bei einem Stück gesagt, dass es ihn schon fast an Country erinnert. Okay. Bei einem anderen geht es dann fast schon so in Richtung Disco, Dance, House. vieles Rock, Pop, also das ist kommt, alles kommt ja, sehr, sehr gemixt. Okay. Also wir versuchen, glaube ich, nicht gezielt so immer ein Genre eine Sache zu bedienen, sondern so manchmal, ist ja auch nicht alles ernst gemeint, also manchmal parodiert man vielleicht auch ein bisschen was oder nimmt was von anderen Genres dazu, ja. Und nehmt ihr das auch alles auf? Also so richtig? Wir kommen nicht so gut hinterher im Moment. Ja, es gibt ja so viel zu tun und wir spielen ja auch einige Gigs jetzt noch im Herbst und im Winter wird es wieder ein bisschen ruhiger, dann haben wir vielleicht mehr Zeit. Jetzt haben wir 2 Songs bis jetzt, Asia und Running. Running, die Version kann man auch auf unserer Soundcloud-Seite hören übrigens. Link in der Beschreibung. Oder jetzt hier. Oder so eingeblendet, ich weiß nicht. Könnt ihr das machen? Dann lassen wir es über meinen Händen erscheinen, so egal. Jedenfalls, genau, Asia und Running haben wir aufgenommen und die eben auch in einem Studio und sonst ganz viel bei Moritz, so at home. Genau, so ein kleines Home-Studio, was wir haben. Aber durch sein Studium kann er zum Glück trotzdem ziemlich gut abmischen, also besser als so ein normaler Typ wahrscheinlich und deswegen... Vorsicht. Ja. Und ihr spielt Gigs hier in Lüneburg oder auch in der Umgebung? Oder auch... Also wir waren bis jetzt auch mal in Neu-Wulmsdorf. Das klingt aber cooler als es ist. Das klingt weniger cool als es eigentlich ist. In Hannover haben wir auch schon mal gespielt. In Zukunft vielleicht mal in Hamburg, Braunschweig auch schon mal. Also eigentlich in Niedersachsen relativ. Mhm. Aber meistens hier in Lüneburg. Aber wir sind ja auch relativ Lüneburg verliebt. Also das macht uns gar nichts aus, im Gegenteil. Ja, ihr wart jetzt vorgestern? Im Wassertor? Genau. Nee, vor 3 Tagen, am Donnerstag. Richtig. War das Donnerstag? Am Mittwoch, Donnerstag, ja sowas. Donnerstag, genau. Und wie war es da für euch? Das war sehr lustig. Wie gesagt, wie Mo schon gesagt hat, wir sind alle ziemlich Lüneburg verliebt und dann in diesen typischen Lüneburger Institutionen zu spielen, die jeder mit Lüneburg verbindet, wie Lunatic, okay, das ist jetzt eher bei Jüngeren, Wasserturm, irgendwann vielleicht mal im Melzer spielen wir auch nochmal, im Kurpark haben wir schon gespielt, das spielen wir jetzt im Sommer auch nochmal, bei diesem Jakob-Festival, was auch im Wasserturm vorgestellt wurde, das ist ein Jugendfestival, kann auch mal bei Facebook auschecken, wird bestimmt sehr gut, kommt sonst alle hin. Wir generell so eine Liste, und wir haben ja dieses Jahr erst angefangen aufzutreten, es fing an mit so einem kleinen Wohnzimmerkonzert bei Joschka im Wohnzimmer. Und dann war im März dann der erste richtige Auftritt, so als Band. Da waren wir auch noch ein bisschen so... Ja, und dann wurde das irgendwie immer mehr. Und dann haben wir uns aus Spaß so eine Liste gemacht. So, in diesem Jahr arbeiten wir noch Folgendes ab. So dann die ganzen Clubs in Lüneburg aufgeschrieben. Und haben wir tatsächlich jetzt abgehakt, fast alles. Sehr geil. Super lustig, ja. Dann läuft es ja richtig gut bei euch gerade. Im Moment können wir nicht klagen. Also gut laufen definieren wir, glaube ich, eher darüber, dass es uns Spaß macht. Ja, natürlich. Aber wenn ihr auch Auftritte habt und gebucht werdet, dann zeigt es ja auch, dass den Leuten das gefällt, was ihr macht. Ja, daran mangelt es, glaube ich, gerade nicht. Nee. Okay, sehr gut. Und jetzt habt ihr noch ein paar Auftritte dieses Jahr. Und was steht dann noch so an? Habt ihr irgendwie was geplant? EP, LP-Veröffentlichung? Ja, genau. Okay. Wir wollen Ende des Jahres wieder bei mir ein paar Demos aufnehmen und mit denen dann möglichst irgendwie... Anfang nächsten Jahres oder so, bevor die ersten nächsten Auftritte, das geht ja eigentlich immer im Frühling immer erst so richtig los, im Winter ist immer ein bisschen, dass wir da wieder die Zeit nutzen, um an neuen Sachen zu arbeiten und auch im Studio wieder Zeit zu verbringen. Das wäre schon cool. Vielleicht auch mal wieder ein Video drehen. Genau. Ja, wir haben lustige selber auch Videos gedreht. Kann man auch bei YouTube sehen. Jetzt mache ich den Link vielleicht. wo waren wir gerade? Jetzt habe ich mich so toll in Szene gesetzt, dass ich das vergessen habe. Videos. Nein, davor. Genau. Winterpause. Richtig. Nein, wie Lennart schon gesagt hat, haben wir jetzt für unsere EP ja schon 2 richtig Studio-Songs. Die anderen so, die sind schön zu hören, aber die würde ich, glaube ich, nicht auf eine EP unbedingt tun. Deswegen so 2 fehlen vielleicht noch. Die wollen wir jetzt mal in Angriff nehmen bald. Okay. Ja. Wie alt seid ihr eigentlich? Ich bin 16, ich bin auch der Jüngste. Ich bin 20. Und sonst sind wir auch 20 und 21. Okay. Nee, jetzt bald schon 22 in einem Monat. Ja, Philipp wäre also mein Bruder, unser Keyboarder. Cool. Ja. Und wie ist es so, mit seinem Bruder in einer Band zu sein? Ich habe auch lange vor drüber geredet. Ja, so viele gemeinsame Proben hatten wir auch gar nicht, weil ja Fleming erst so seit Sommer überhaupt weg ist. Und dann waren die beiden, weil die auch so gut befreundet sind, also mein Bruder und Moritz auf dem Jakobsweg ganz lange. Das heißt, ich habe da eigentlich nur mit Joschka so zu zweit geprobt oder überhaupt nicht. Und jetzt geht es erst langsam wieder los. Genau. Und naja, mal gucken, wie es wird. Okay, ich drücke die Daumen. Warum hast du denn jetzt eine andere Haarfarbe? Am Donnerstag hattest du noch blonde Haare? Naja, ja so straßenköterblond. Ja. Why not? Beim Lunatic hatte ich auch so einen pinken Ton. Ich dachte mir, vielleicht passt es ja zu ihm grün. Im Endeffekt glaube ich eher nicht. Aber ein Versuch war es wert. Ja, geil. Naja, ist ja in der Woche wieder raus. Ja, sehr gut. Wie habt ihr denn angefangen, Musik zu machen? Also jeder Einzelne, habt ihr irgendwie ein Instrument gelernt? Und erzählt doch mal darüber ein bisschen was.
Naja, irgendwie schließt sich ein bisschen der Kreis, da jetzt ja mein großer Bruder bei uns Keyboard spielt. Weil zumindest durch mich dann auch die Musik irgendwie durch ihn angefangen hat. Also dann habe ich irgendwie angefangen, Gitarre zu spielen und Schlagzeug zu spielen. Ja, irgendwann kam dann auch der Bass dazu. Und ja, und durch den Bass habe ich dann zum ersten Mal mit Moritz zusammen Musik gemacht, weil wir dann in der Musikschule in so einer Jazz-Kombo, Raum 13 heißt die, gespielt haben. Und ja, ich habe eigentlich bestimmt so von 8 bis, oder von 9 bis 14, 15 habe ich eigentlich nur Jazz gemacht. Und dann relativ schnell, so von 15 bis 16, ist es dann alles so zu Pop geschwankt. Und ja, jetzt bin ich halt ein Popschwein, eine Kommerzhure. Ja. Bei mir hat das auch sogar mit Jan Philipp angefangen. Wir waren in der 5. Klasse schon ganz toll befreundet, also mit seinem Bruder. Und wir haben praktisch zusammen angefangen, Schlagzeug zu spielen, mehr oder weniger. Bisschen zeitversetzt, aber insgesamt so dieser Anfangsbild war da. Und er ist eigentlich Schlagzeuger, studiert das auch in Hamburg, aber spielt bei uns Keyboard, weil der Platz durch mich halt besetzt ist. aber damit hat das angefangen. Und dann haben wir zusammen eigentlich ganz, ganz selten Musik gemacht. Nur immer gegenseitig auf Konzerten, oder ich ihn vorwiegend. Und dann hat er mir irgendwann vor 3 Jahren oder so Oasis gezeigt. Wo das war, glaube ich, so meine erste Favorite-Richtig-Band, wo ich dachte so, ja geil, da mag ich wirklich echt alles von. Und dann habe ich mir vorgenommen, du willst jetzt, glaube ich, auch irgendwie Songs schreiben oder so. Dann habe ich mir dann Gitarre beigebracht, weil auf Schlagzeug ist halt in der Richtung Songschreiben nicht so einfach. Oder praktisch nicht möglich. Schon, also. Ne? Ich weiß, was du meinst, genau. Ja. Und dann, deswegen dachte ich, ich muss irgendwas spielen und hatte ein Gitarrenhandbuch, auch von Jan Philipp, und habe mir dann ein paar Akkorde beigebracht und dann halt mit dem Ziel, direkt anzufangen, Lieder zu schreiben. Habe ich dann auch direkt gemacht, also die ersten Lieder, die ich spielen konnte, waren tatsächlich meine eigenen. So, ich kann jetzt auch gar nicht viel andere Lieder spielen als die. Aber ist ja cool. Ja, ist praktisch. Und wer inspiriert euch sonst, wenn du sagst Oasis so ein bisschen? In letzter Zeit Phoenix. Kennt ihr Phoenix? Sagt mir. Aus Frankreich. Das Listomania ist, und so? Das ist von diesem einen coolen Wolfgang Amadeus Album, aber das ist diesen ganz, ganz special in ihrer Arbeitsweise irgendwie. Die machen viel mit Sounds und Synthesizer und Studiotechnik. Ganz viel krank. Sehr eigen auf jeden Fall. Ja, das ist schon, lohnt sich immer anzuhören. Auf jeden Fall. Okay. Link in der Beschreibung. Das vielleicht nicht. Ja, genau. Und jetzt im Moment haben wir halt von allem irgendwie. Von allen Sachen, die wir gerne hören. Einfluss, Joschka hört gerne. Was hört Joschka gerne? Linkin Park. Früher, ja. Das dürfen wir jetzt nicht mal unter die Nase reiben. Das muss wahrscheinlich dann rausgeschnitten werden. Spaß. Ja, der Philipp hört sehr viel Jazz und studiert auch Jazz-Schlagzeug. Wir hören auch relativ viel Jazz, glaube ich. Und ist euer Langzeitziel, auch in dieser Musikbranche zu bleiben? Ich weiß nicht, inwiefern. Oder als ja Hobby? Oder sind als ja gar nicht ihr, in der ja, Branche. Genau. Okay. Ich glaube, Musik werden wir immer machen, so oder so irgendwie. In welcher Position oder was auch immer. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir werden nicht auf einmal damit aufhören. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr loswerden wollt oder was ihr den Leuten da draußen ans Herz legen möchtet? Hände weg von Drogen. Yes. Haare tönen gegen rechts. Auch immer gut. ja, ne? Bleibt gesund. Sehr wichtig. Alles Gute. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Tschüss.